Moin! So, wir sind unterwegs. Wir sind so ready und ich hab mit einem Roadsurfer. Und ich kann euch ehrlich sagen. Okay, ich wollte sagen, die haben uns nicht schlafen lassen. Wir hatten ungefähr 4 Stunden Schlaf. Wir waren gestern bei Saatenunion. War ein geiler Abend. Uns wurde Essen gegeben und Co. Und wir haben hier in diesem Van, den kann man aufklappen und dann hast du da ein Dach. Da hinten hat Yannick geschlafen. Sieht jetzt ein bisschen durcheinander aus, weil wir keine Ladungssicherung vorgenommen haben. Deswegen ist in den Kurven alles rumgeflogen. Nee, und jetzt geht's weiter zum Wohnkampf. Wir werden hier gerade schon eingewiesen. Ja, und die ganzen anderen Konsorten, die mit uns hier unterwegs sind, ihr werdet es bei Instagram gesehen haben, wir sind 16 Influencer, die haben uns nicht schlafen lassen. Wir haben morgens um 6:30 an unserem Van gerüttelt. Gut, wir gehen jetzt erstmal rein, wir sehen uns später. So, Kolonne fährt los. Wir machen ein kurzes Video, wie wir alle mit unseren Roadsurfern in Kolonne bei Bohnenkampf vorfahren. Da könnt ihr mal die Dinger von außen sehen. Da könnt ihr mal erahnen, was für eine Dimension diese Tour hier hat. Also hier gleich zum Beginn des Videos großes Dankeschön an Akku Kontakt und Akriversum, dass ihr uns wieder eingeladen habt. Eure ganzen Projekte sind echt geil. Gut, wir sehen uns gleich mal gucken, was ich im Werk bei Bohnenkampf filmen kann. Da sind wir ja gerade. Das ist ein bisschen Reifen, oder? So, das ist ein bisschen Reifen. BKT. So, die Firma hier macht nämlich Reifen für 50 verschiedene Firmen. Da gehören so ziemlich, ich glaube, alle bekannten Firmen dazu. Und ja, wir fahren auch jede Menge Stapler rum. Wir haben auch alle Größen. Wir haben von da, das ist, muss ich sagen, ich weiß nicht von welchem Maschine, Riesending, bis hin zu, ja, das sind für irgendwelche 18-Tonner Züge wahrscheinlich Reifen. Also die in der Mitte, das werde ich auch vor Kamera alles nicht so sehen. Aber bis zu Rasenmäher-Treckerreifen haben sie wohl auch. Also, ja, das ist die Firma Bohnenkamp. Wir sehen uns gleich wieder im Van. Ich mache immer nur so einen kurzen Einschnitt zu den verschiedenen Firmen, wo wir sind. Und ansonsten eher so einen Unterwegs-Vlog. So, wir sind wieder im Van. Und ich bin gespannt, was das hier jetzt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Anna ist unsere Organisatorin, eine der Organisatoren von Akku Kontakte. Die hat da oben ihre Drohne. Die macht jetzt einfach richtig Unfall. Also ich glaube nicht, dass sie sich das so gedacht hat, dass das so wird, aber wir planen ein Rennen. Ja, ihr merkt, ne? Da hinten kommt noch einer. Okay. Aber ein bisschen dichter ran. Boah, Junge! Junge, da kommt ein... Kommt da was? Gib mal Gas jetzt!
LKW hat die ganze Situation versaut. Junge, unser Wagen sieht schon schlimm genug aus, ne? es war leider kein Rennen. Es war ein bisschen Bild oder Video für Akkukontakte und das war's. Wir fahren jetzt weiter hoch Vogelsang, den kennen auch viele von euch. Da werde ich vielleicht auch ein bisschen mehr kommen. Schneid dich an jetzt! Junge, bin ich unter Druck. So, den kennen viele von euch aus dem Internet. So, moin. Hier sind wir auf dem nächsten Hof. Moin. Bei Hof Vogelsang. Ich bin ein bisschen was vorbereitet. Die stehen ja auch gerade alle um die Ecke. Ich halte mal kurz die Kamera hin. Und mal gucken, was uns hier erwartet. Es geht hier hauptsächlich tatsächlich um den VF-Reifen. Hier haben wir den auch schon an dem schönen Garant-Kotte-Güllefass. So, ja, habe ich nichts Falsches gesagt. Sehr wenig Luftdruck, aber ich gehe davon aus, dass Chef höchstpersönlich Stefan uns dazu gleich noch mehr sagen wird. Und so vorweg würde ich sagen, die Maschinen gefallen mir. Das ist ein 660i auf Raupenlaufwerk. Aber ich habe jetzt noch keine Chance gehabt zu fragen. Ich glaube nicht, dass der zu Stefan gehört, sondern ja. Steht da dran, Flasskampf. Oh Leute, wir sitzen auf dem Plattformwagen, auf dem Strohbein, über Privatwege fahren wir zum Feld und gucken uns mal seine Zwischenfrucht an. So, da sind wir. Wir sind auf dem Zwischenfruchtfeldversuch, würde ich jetzt mal sagen. Ich stehe hier gerade in der Mischung Agronom. Hier ist der nematodenresistente Ölrettich die Hauptkomponente. Und der ist halt gerade gut für Kartoffeln und Zuckerrüben. Was jetzt allerdings hier bei diesem kompletten Versuch ein bisschen doof gelaufen ist. Da hat Stefan gerade eben was Schönes gezeigt, könnt ihr hier mal sehen. Hier sehen wir unsere Maisstruktur, das ist eben die diverseste Mischung, die wir haben. Er bleibt da stehen. Nicht ja, aber man sieht gut. Ja hier auch zu dem späten Saatzeitpunkt kann die, wenn der Boden ordentlich ist, noch richtig was machen. Ne? Und das ist jetzt eben die Mischung, die diverseste Mischung in unserem Haus mit 12 Komponenten. Für Mais und Getreide geeignet. Und hier habe ich jetzt noch, ich habe vorhin lange gesucht, den Tiefen- oder Perforationsrettich. Jetzt ist, so sieht er aus, wenn er richtig seine Leistung zeigen kann. Ja, aber hier ist das Gleiche. Ne? Wenn der Boden erlaubt, dass die Pflanze wachsen kann, dann wird der gute Boden noch besser. Und da, wo ich schon Fehler gemacht habe, da haben wir halt einfach ein Problem. Ne? Dass hier durch diese Sperrschicht, jetzt bricht die Sperrschicht an sich schon ab. Aber da arbeitet schon einer. Ach, nur die Guten heute hier. Ja, hier kann man es auch richtig sehen eigentlich. Hier kann man sehen, wie die Regenwürmer sich das Stroh auf der Oberfläche zusammenziehen. Und zwar und dann nachher in die Röhren reinziehen. Also hier sieht man überall diese Häufchen von den Regenwürmern, wo die das Material eben auch nach oben bringen nachher wieder. Und man sieht eben, an diesen Stellen ziehen die sich das Stroh zusammen. Hier sind eben auch richtig schöne, große, krümelige Brocken. Und dann ziehen die sich das richtig in den Boden rein. Ja. Willst du hier auch noch mal einen Spaltenstrich machen? Bei dir da, wolltest du noch mal zeigen, was so geht? Ja, hier geht er ja auch durch. Also. Ah, das ist eine halbe Arbeit. Boah, guck mal. Wie der auseinander geht.
Die Regenwürmer hier direkt. Ne? Das ist Schokolade. So. Das sind die Unterschiede, wie der Boden verdichtet ist, weil ja, mit der Aussaat ist es nicht so gelungen, wie er es sich gewünscht hat. Es wurde am 15. August gedroschen und eigentlich wollte er möglichst schnell danach rein und die Zwischenfrucht drillen. Hat am gleichen Tag noch sein Stroh runtergekriegt. Am nächsten Tag hat es angefangen zu regnen. So. Er hat gesagt, er wartet, hofft, dass der Regen weggeht. Ging nicht weg und 15. September hat er das dann erst reingekriegt und das ist halt leider viel zu spät. Dadurch hat er folgendes Problem: Es hat geschmiert. Das könnt ihr hier sehen. Diese Fahrgassen und das war auch gerade das, was der Stefan gezeigt hat. Hier sehen wir alte Spatenstiche, teilweise toter Boden. Er ist dann schon lila, da ist kein Sauerstoff mehr drin. Wenn man da dran riecht, riecht das so wie so ein Modderplatz, über den man manchmal fährt. Und ja, das ist das Blöde. Dadurch, durch dieses späte Drillen, hatten die Pflanzen teilweise nicht wirklich Zeit, sich zu entwickeln, also die Jungpflanzen. Und dadurch, wenn wir hier auch rüber gucken, können wir jetzt auch erkennen, haben sich viele Unkräuter breit gemacht, die man halt nicht haben möchte. Hier ist ganz viel Vogelmiere, kann man zum Beispiel sehen. Dementsprechend, ja, da merken wir, Aussaat ist A und O, der Termin. Und ja, wie ihr seht, es geht weit lang. Es ist sehr kalt, sehr windig, ein bisschen doof, aber was will man machen? So, ich schaue mir das noch weiter an und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir bei dem Herrn Vogelsang auf dem Hof sind. Wir haben jetzt hier einfach nur 6 Meter Versuch nochmal angelegt, um das heute zum Beispiel auch zeigen zu können, was da der Plan ist. Wir haben das dieses Jahr hauptsächlich auf schweren Böden gemacht. Da haben wir sogar das Triptel-Gerät nochmal ausgewintert, haben die Gülle in Streifen als Gülleband abgelegt, haben streifenweise gelockert und haben dann 2 Komponenten getrennt voneinander ausgedrillt. Die winterharte Zwischenfrucht, um die Nährstoffe zu binden, die noch da sind, über den Winter zu bringen. Und die Leguminose auf das Gülleband, um dort einmal Stickstoff anzureichern. Jetzt sagt ihr natürlich, warum, wenn Gülle doch da unten drunter ist. Ja, das Gülleband liegt so tief, dass oben erst die Knöllchenbakterien Stickstoff sammeln. Ein bisschen, zumindest den Rest der Vegetation. Aber der größte Vorteil ist, dass die meisten Leguminosen abfrieren. Und dann habe ich einen streifenweisen freien Saathorizont, wo ich später oder nächstes Jahr im Frühjahr mit meinem Striptil-Gerät wieder das Gülleband ablegen kann und den Mais oben drauf legen kann. Und ich habe sehr viel Bodenorganik und Bodenorganismen, sehr viel Regenwürmer um das Gülleband drumherum, weil dort die Organik ist, weil dort Futter ist. Und dadurch eine viel, viel höhere Bodengare, da wo ich später den Mais hinlege. Also im Grunde den Boden noch stärker streifenweise bearbeitet, der Kultur entsprechend. Gibt es irgendwelche Fragen dazu allgemein? Hast du eine Frage? Wie viel PS hat der Schlepper? Wie viel? Nein, Spaß. Der hat jetzt 0,5 Bar. Was ist so das Niedrigste, was man damit fahren kann? Ist das das? 0,5 ist ein guter Luftdruck. Also weniger würde ich grundsätzlich empfehlen. Eigentlich beim Einsatz ist am besten so 0,6 eher. Ja. Und dann für Straßenfahrten trotzdem ein bisschen erhöhen. Ich sag mal, auch für die Belastung so 1,2 Bar sollte man dann schon haben. Aber man spart sich natürlich auch immer diese ganze Anpassung. Man kann grundsätzlich halt weniger. Und setzt sich halt mit wenig Luft fahren und muss nicht sagen, okay, auf dem Acker reduziere ich beim normalen Reifen den Luftdruck auf 1 Bar, auf der Straße wie auf 1,6, 2 Bar. Und mit so einem Reifen kann man halt wirklich sagen, okay, ich fahre mit 0,6 bis 1 Bar oder teilweise je nach Entfernung dann halt sagt man, okay, ich fahre mit 0,6 dann auf die Straße. Ja. Das Beste ist, du nimmst deine GoPro während der Fahrt unten an die Reifenflanke und wenn der Falten schmeißt, dann musst du ein bisschen aufgucken, bis die Falten weg sind und dann weiterfahren. Das ist dann optimal. Hast du schon Erfahrung mit? Ja, so ich laufe immer nebenher. Ach so. Aber das geht nur bei dem. Die neuen Tränker bleiben alle stehen. Ja, das stimmt. Guten Morgen. So, wir sind unterwegs zum nächsten Stop. Wir waren über Nacht. Ja, nicht bei Topcon, aber Topcon hat uns eingeladen. Jetzt seht ihr hier die Reste von meinem Frühstück. Bei Ferienhof Brinkhort. Brinkhort. Und ich muss sagen, ein richtig schicker Hof. Und die haben eine richtig geile, alte, ausgebaute Diele, wo wir gestern Schnitzel gekriegt haben.
Und heute, jetzt wie gesagt, ich habe schon gegessen. Oh, Mann. Wir haben uns so ein geiles Frühstück gegeben mit einer Brotbox und Topcon Thermokanne. Also gut, das ist jetzt nicht vom Ferienhof Ringort, sondern von Topcon. Aber ich sag euch, also das ganze Drumherum hier mit der ganzen Tour, das ist richtig, richtig geil gemacht. Van hinten sieht immer noch nicht besser aus. Wir haben jetzt mal den Sitz umgeklappt. Ja, irgendwie haben wir es hier heute Morgen nicht so ganz hingekriegt. Aber wir sind unterwegs. Wir gucken uns jetzt ein Grimme Rübenroder an. Eigentlich wollten wir Kartoffelroder, aber da ist es aus verschiedenen Gründen nicht dazu gekommen. Einer war, weil es zu früh wäre. Egal, wir sehen uns gleich auf dem Feld. Bis dahin. Ich verliere irgendwie meine Gehirnzellen durch den Eindruck. Warte noch. Nein, ich fange jetzt an. Mann, ich bin ja noch nicht so weit. Scheiße, ich habe meine Weste gar nicht mit. Ich tanze wieder aus der Reihe. Leute, das hier kennen wir nicht. Ist 100er Bördebauerboden. 100 Bodenpunkte. Und der ist geil. Und der ist richtig geil. So, das hier ist der Rexor 6300 Grimme Rübenroder. Leider hat es mit dem Kartoffelroder nicht geklappt, weil dann hätten wir um 6 aufstehen müssen und das wollte Anna uns nicht antun. Und jetzt wird hier gerade so ein bisschen erklärt, wie das Rübenblatt abgeschnitten wird. Und hier sind dann sogenannte Leitbleche drin, dass das Blatt zwischen den Reihen abgelegt wird. Ne? Mhm. Ah. Und dann kommt praktisch die andere Erde drauf, deshalb sieht man das Blatt nicht mehr. Okay. Und das ist dann aber eben nur da, wo nur Metall. Ja, da wird es am meisten abgelegt. Hier sind aber dann dahinter auch Gummischläge. Ne? Ja, ja. Das ist immer im Wechsel. Ne? Und die übernehmen dann die Arbeit, die normalerweise die bei anderen eben die Messer machen. Jawohl. Okay. Der Vorteil, du kannst ungefähr sagen, knapp 5% mehr Ertrag, wenn du jetzt. Mini-Köpfer gibt es ja mittlerweile auch, sagen wir mal, 4% mehr Ertrag kannst du hier mit erreichen. Okay. Durch die Art des Abschlagens. Ja, dass du keinen Schnitt mehr hast. So. Ja. Wenn du oben Schnitt hast, hast du den Kopf, der auf dem Acker bleibt und hast eine größere Fläche für Atmungsverluste. Wenn du jetzt hier siehst, die Rübe, so sieht sie aus. Und jetzt entsetzt ist, beim Köpfer würde diese oberste Schicht nochmal abgeschnitten. Ja. Dann hast du eine größere Oberfläche, wo auch Atmungsverluste entstehen, wenn die Rüben jetzt bis Januar hier noch liegen. Ja. Das ist so der Hintergrund. Kommt dabei. Die Maus erst im Januar? Die Kampagne geht voraus, ja. Liegt bis Ende Januar. Wenn der Boden an den Stiefeln klebt, man nicht auf den Acker geht. Mit einem Nachtköpfer, Minikopper nennen sie die, weil ich glaube, Hofer gibt es das auch. Aber wir haben von Anfang an die Rechnung. Hallo? Na. Er kann ich dachte, stehen du wolltest jetzt auch noch mit. Deswegen nee, ich bin ja fertig gefahren. Ich habe aber meine Runde jetzt hier nur beendet, damit wir das mal sehen konnten. Ach so. Und wir hatten das hinten schon gesehen, weil er die Einstellung mich wieder zurückgestellt hat. Ja. Und man sieht die Reifen nicht, was das unglaublich schwer macht zu sagen, wann du gerade bist, ne? Oder? Weil du gar nichts siehst. Du weißt nicht, wann du gerade bist. Und diese Sensoren Hallo. Hier, die suchen sich ja die Reihen. Und wenn du gerade da drin bist, also ja. Wenn diese Sensoren zwischen den Reihen passend stehen, also er fährt ja jetzt gerade das Werk wieder zurück, dann kannst du loslassen, dann hält er sich bei 6 km/h gerade in der Spur. Also die Taster erfüllen die Reihe. Bist du vorher schon mal Rübenroder gefahren? Nein. Nee. Nein. Ja, es passiert eine Menge, aber es ist ja nicht. Er erklärt dir das alles. Ja, also er erklärt dir das alles, die ganze Einstellung und also er hat jetzt natürlich eine Voreinstellung. Ne? Ja. Aber du musst wirklich so ganz gefühlvoll ja, an die letzte Reihe ran, also an die Rippen so ranfahren, damit du genau zwischen den Reihen mit den Tastern ankommst. Ja. Und wenn der dann richtig ist, kannst du loslassen. So Leute, es ist unglaublich kalt. Kapuze, Weide auf. Wir gucken Nico Agrar beim Rübenroden zu. Gleichzeitig haue ich hier noch eine Insta-Story raus.
deswegen kurze Pause. Da hinten fährt das Ding. Wir fahren jetzt auch gleich weiter. Wir fahren nämlich zum Gut Bockerode. Da wird unter anderem nochmal der neue Puma 260 vorgestellt. Bevor wir aber wegfahren, haue ich euch nochmal ein paar coole Drohnenclips von dem Rühmroder rein. Die sind so cool. Ja. Und ja, wir sehen uns, wenn wir auf dem nächsten Betrieb sind. So, wir sind unterwegs zum nächsten Stop, bis dahin. So, Jonathan hat gerade Probleme, den Treckergang reinzukriegen. Wir gucken mal zu. Hier ist so ein bisschen Spaßkegeln. Da vorne ist eine Kamera. Jetzt wollen wir mal gucken, was er beim zweiten Versuch hinkriegt. Jetzt sieht er, dass die Kamera auf ihn ist. Das sind halt Drücksätze. Ja, in Ordnung. Gut, wollen wir uns mal den Hof angucken hier? Ja, gucken wir uns mal den Hof an. So, wir sind übrigens angekommen auf dem Gut Bockerode. So, ich habe Janik mal gesagt, er soll mal vorgehen. Wenn wir gleichzeitig reden, macht das keinen Sinn. Also, wir sind auf dem Gut Bockerode. Wie ihr seht, zwei schöne Case Tracker, 175er Puma, ich glaube, ja, das wird eine Sonderfarbe sein, schwarz, und ein 260er Puma. Da habe ich ja auch schon auf meinem Kanal schon mal ein Let's 3 veröffentlicht, den konnten wir uns auch schon mal angucken. Aber ihr habt es schon mal erwähnt, ich finde Hoftouren immer interessant und deswegen machen wir das jetzt einfach. Janik und ich haben uns mal ein bisschen abgesondert von der Gruppe. Und wir gucken uns mal Gut Bockerode an. So, über diesen Hof habe ich auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob es im Internet oder im Fernsehen war, eine Doku gesehen. Und da habe ich schon gedacht, das ist ein guter Betrieb. Altes Rittergut. Mit lieben Hunden. Die haben noch einen alten Hund hier rumrennen, aber Bruno holt gerne Stöcker. So, das hier ist quasi, gehe ich mal davon aus, die Hauptauffahrt. Und wir haben hier links Pferde. Glaube ich. Was das hier jetzt ist, ob das noch genutzt wird,
Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Und hier haben wir weiter Pferde. Aber ich muss sagen, so, dieser landwirtschaftliche Aspekt ist, glaube ich, eher in der Halle. Als man vorne raufgekommen ist, da hat man zwei Fans stehen sehen. So, hier haben wir die ganzen Vans mal in einen Halbkreis gestellt. Könnt ihr das mal auch noch mal sehen. Da vorne, der WIRS4648, der weiß-rote, das ist der von Hobbyknebel und mir. Also das ist hier schon, hat alles einen noblen Touch. Ich gucke erstmal wieder zur Gruppe, wir sehen uns später. Wir haben das Ding geklaut. Das ist Case 200 irgendwas, nee, 175. Aprilia Optik ist das übrigens, deswegen sieht er so cool aus. Da vorne kommt der andere Puma entgegen. Achtung! Und oben leuchtet es an. Aber tauschen mit dem anderen wieder. Das waren die Jonathaner gerade und war das Klaas? Ja. Klaas mit K. Junge, ich zieh dich ab. Ja, los. Du bist denn illegal. Was? Was? Pinkelpause. So. Einmal einen schnellen Switch gemacht. Das ist der Case Puma 260. Zu dem haben wir schon mal ein Review gemacht. Wo wir jetzt hier gerade sind. Da vorne ist eine Halle. Die gehört mit zum Betrieb, wurde mir gerade gesagt, und da sind teilweise Landmaschinen drin. Hatten wir die ganze Zeit Arbeitsscheinwerfer an? Alter Schwede, ey. So, das ist nämlich die andere Halle, die haben wir vorhin von hinten gesehen. Da sind auch noch ein paar Maschinen. Porsche Pronto 3DC. Und das hat er alles mit der Drohne gefilmt. Ja, also das ist vorhin, was ich meinte, eventuell Hauptauffahrt. Weil ich glaube hier, ich weiß auch gar nicht, wie viel die mit ihren Maschinen hier auf dem Hof wirklich machen. Weil ich würde hier, du kannst ja nichts Größeres kaufen, der kommt hier schon ganz schlecht durch. Gut, ich mache jetzt mal Kamera aus. Wir sollen uns hier jetzt noch irgendwie mit dem Puma irgendwie hier dazwischen stellen, damit noch ein paar tolle Bilder gemacht werden, und wir sehen uns auf dem Messegelände wieder. Und jetzt gleich, Achtung! Jeder, der größer ist als ich, bitte mal beim Eingang. Das ist eine Maschine. Mann, oh Mann, oh Mann. Quadrat 715. Leute, 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 noch nie so eine große Maschine gesehen. In Amerika den 350er, aber das ist hier jetzt das neue Flaggschiff von Case. Ich guck mal einfach einmal rauf hier. Da steht auch noch ein LKW. So ein bisschen im Weg für unser Bild. So, jetzt muss ich auch mal los. Es wird schnell ein Foto gemacht und danach geht's für uns auf Agritechnica. Da mache ich aber einen zweiten Teil zu. Das Video beende ich jetzt hier. Rotsofa-Tour, Agritechnica, wir sind angekommen. Ganz genau. Und vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Wir sehen uns im Agritechnica-Blog wieder, wenn es wieder heißt. Was? Pinkelpause.